Hallo, liebe Soul Family. Ich habe mich entschieden, mit euch einmal zu sprechen über Frequenzen und Hochfrequenzen, weil ich immer wieder auch selber natürlich damit konfrontiert bin, mit hohen Frequenzen. Als Quantumcoder ist es so, dass diese Quantenschlüssel und die Codings und die Deep Programmings natürlich gedownloadet werden müssen. Das heißt, zuallererst müssen wir uns öffnen dafür und diese Codings downloaden und verankern in unserem Körper. Dieser Prozess ist eine Integration von hohen Energien, die unser Bewusstsein erstmal verarbeiten muss, die unser Bewusstsein, wo unser Bewusstsein sich neu erinnern muss und natürlich unser Ego, unser Kopf und unser Verstand das erstmal nicht greifen kann. Diese ganzen Quantenfeld-Codings und diese Hochfrequenzenergien in diesem Körper, in diesem Wessel, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein, zu integrieren, ist immer ein Prozess. Und besonders die Gehirnsynapsen, wenn die sich neu programmieren müssen, ist immer ein Prozess. Ein Prozess von Reinigung von Altem. Ihr könnt euch vorstellen, dass euer Verstand und euer Körper wie ein Gefäß ist, was im Grunde schon voll ist mit Wissen und mit Meinungen und Glaubenssätzen. Und wenn Hochfrequenzen und hohe Energien in eure Energiefelder strömen, ist das so, als würde man ein bereits volles Fass nochmal weiter füllen. Und dieser Prozess sorgt dafür, dass es überfließt. Das heißt, dass Emotionen hochkommen, dass Gedanken hochkommen, dass alte Muster hochkommen und nochmal Hallo sagen. Auch bei mir ist das nicht anders. Nur weil ich ein Hybridwesen bin, heißt das nicht, dass ich nicht gefeit bin von diesen Reinigungsprozessen. Und auch ich gehe durch diese Reinigungsprozesse mit jedem einzelnen Download an Energien, die ich bekomme und die ich selber auch einleite. Und dieser Reinigungsprozess geht für mich am einfachsten vonstatten. Also es kommt darauf an, auf welcher Ebene er sich befindet. Ist erstmal, wenn der Körper sich auf einmal anfängt, eng anzufühlen, ist das ein Zeichen dafür, dass das Gefäß jetzt ausgedehnt werden darf. Wann immer ihr das Gefühl habt, dass sich alles um euch herum eng anfühlt, das heißt der Raum um euch, die Aura eng an sich anfühlt, ich merke das immer, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht atmen. In den Momenten, gehe ich in die Meditation, geht immer der Weg ins Herz. Das Herz ist euer Schlüssel. Euer Schlüssel, deswegen ist das in jeder meiner Transmissions immer die Herzverankerung, weil der Kopf ist in dem Ascension-Prozess immer weniger beteiligt, immer weniger involviert und der Kopf wandert nach und nach ins Herz und verbindet sich mit dem Herzbewusstsein zu einer Einheit. Das ist der Moment, wenn wir von Unity Consciousness sprechen. Das ist der Moment, wenn wir davon reden, dass wir eins sind, eins denken, einheitlich werden, eins werden mit der Quelle, ist in dem Moment, wenn wir aus der Separation, weil Separation fängt nur im Kopf an und findet nur hier im Kopf statt und in unserem Ego und in unseren Gedanken, da ist die Separation. Und dieses ganze Vehikel gilt es ins Herz zu bringen und von dort aus neue Informationen nach und nach einzuweben. Deswegen gehe ich immer zuallererst in mein Herz. Ich atme in mein Herz, versuche mein Bewusstsein, mein Verstand, mein Ego nach und nach in das Herz hineinzubringen und von dort aus dieser Position dehne ich mein Energiefeld wieder aus. Das heißt, ich packe es links und rechts an den Grenzen und ziehe es so weit wie möglich aus. Das Ganze unterstütze ich mit meiner Atmung. Das heißt, einatmen, ausdehnen, ausatmen, noch ein Stück nachziehen. Und wirklich halten, bis ihr das Gefühl habt, auch euer Bewusstsein ist diesem Quantumprozess gefolgt. Ja? Das Ganze könnt ihr so oft, wie ihr möchtet, wiederholen. Das ist einmal, um diese Energiefeldenge zu transformieren. Und glaubt mir, das funktioniert. Mit Emotionen bitte ich euch, es ist unglaublich wichtig, Emotionen sind in unserem Zellbewusstsein gespeichert, in unseren Gelenken, auch Ahnen-Emotionen, alte Emotionen, die unsere Ahnen einmal gedacht hatten, Kriegskinder, die Angst hatten um die Familie, um die Eltern, haben das buchstäblich in ihren Genen, in ihren Gen-Codings. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr auch eure Emotionen zulasst und sie fühlt. Wir sind nicht mehr in der dritten Dichte. Wir befinden uns alle in der vierten Dichte und im Aufstieg zur fünften.
Das heißt, der Reinigungsprozess ist nicht mehr wie früher, dass man was rausnimmt. Der Reinigungsprozess ist, dass man es zulässt und durch seinen Körper fließen lässt. Auch wenn es heißt, dass es unangenehm ist. Auch wenn es heißt, dass man sich jetzt mal einen Tag, zwei Tage, drei Tage nicht so unbedingt die Sonne aus dem Po scheinen lässt. Das gehört dazu. Auch ich nutze die Momente, wenn immer Gefühle hochkommen, dass ich mich setze und wirklich mir erlaube zu weinen, mir erlaube, sauer zu sein, wütend zu sein, verzweifelt zu sein. Ich lasse alles zu. Jedes Mal. Immer wieder. Und ich merke jedes Mal, in dem Moment, wenn mein Widerstand dagegen loslässt und ich wirklich beginne, Ja zu sagen, weil ich weiß tief in mir, danach ist es gut. Danach ist es besser. Passiert was ganz Zauberhaftes. In dem Moment, wenn der Widerstand von eurem Kopf gegen eure Emotionen wegfällt, transformiert ihr. In dem Moment transformiert und alchemiert ihr eure kompletten Gefühle. Und mit einem Wimpernschlag und einem Schnips fühlt ihr auf einmal die Weite, die Erlösung. Und spürt auf einmal, was hinter diesen Emotionen ist. Und auch manchmal habe ich Gedanken, Glaubenssätze, Muster, die nach oben kommen. Wo es einfach darum geht, die jetzt endlich mal loszulassen, weil sie nicht mehr benötigt werden. Wie oft glauben wir Dinge, die uns einschränken, die uns limitieren. Und auch diese Limits können wir spüren in unserem Körper, in unseren Energiefeldern und in unserem Bewusstsein. Und der einzige Bremser, glaubt mir, der aller einzige Bremser, die einzige Blockade sind die Gedanken, die wir zu einem Thema haben. Nichts kann von außen euch blockieren. Kein Wesen, nichts, gar nichts kann euch blockieren von außen. Nur eure Gedanken darüber und die Macht, die ihr euren Gedanken gebt oder dem Gedanken gebt. Wenn ihr den Gedanken habt, dass irgendwas von außen euch blockiert, dann ist es, seid ihr es, der diesem Gedanken Raum gibt, dass es sich manifestieren kann. Und solche Dinge kann man loslassen durch die bewusste Entscheidung. Geht auch hier durch die Gefühle, geht in euer Herz. Fühlt in den Gedanken, wie fühlt sich dieser Gedanke an, den ihr denkt. Was macht es mit euch? Lässt es euer Energiefeld zusammenziehen, euch eng fühlen? Oder lässt es euch ausdehnen? Entscheidet euch für all das, was euch Wohlbefinden gibt, Ausdehnung schenkt. Und wenn immer Gedanken nach Reinigung rufen, über die vielen Ebenen, körperlich, emotional, energetisch, habt ihr die größte Chance eures Lebens, nämlich die Türe zu öffnen und eine alte Türe zu schließen. Und das ist der Moment, wenn euer Bewusstsein sich ausdehnt und mehr zu seinem wahren Selbst kommt. So viele von euch, so viele. So viele Seelen, die hier inkarniert sind, mit großen Missionen, mit wunderbaren Herzen, voller Licht und Liebe, haben sich verloren in den Gedanken und den Codings der dritten Dimension und der dritten Dichte. Haben sich verloren in Dualität und haben vergessen, wer sie in Wahrheit sind. Und um wieder zurückzukommen zu der Wahrheit, die ihr seid, ist Reinigung notwendig. Bewusstseinserhöhung findet nur statt, wenn wir erkennen und entscheiden, dass wir Dinge nicht mehr benötigen. Und das ist der Prozess, durch den ich regelmäßig gehe. Jeden Tag, jede Woche. Wann immer ich merke, irgendwas ist in meinem Quantum, was sich nicht richtig anfühlt, gehe ich durch genau diese Prozesse. Und auch wenn ich... Okay, das ist jetzt groß, was ich teile. Auch wenn ich immer wieder auf die Schiffe gehe, zu meiner Familie, die ich regelmäßig unglaublich vermisse, komme ich zurück und ich muss die Gefühle fühlen, dass ich dieses Leben gewählt habe, dass ich gewählt habe, Mensch zu sein und die Enge zu spüren in meinen Energiefeldern, muss ich erkennen und spüren und zulassen, dass es auch eine Wahl von mir ist, hier zu sein und zu helfen. Und für mich ist es unglaublich schwer, wenn ich auf den Schiffen bei meiner Familie war, wo das Leben völlig anders ist, ich wieder neues Wissen bekomme und ich fünfdimensional und fünfte Dichte habe, mein Körper anders ist dort
und ich dann physisch wieder zurückgehe in die Realität, in der ich mich befinde, läuft immer ein starker Integrationsprozess, jedes Mal. Weil ich jedes Mal von meinem Energiefeld mich wieder zusammenziehen muss, damit ihr mich überhaupt wahrnehmen könnt. Damit überhaupt ich hier sein kann, um euch zu unterrichten. Und jedes Mal gehe ich durch genau diese Prozesse. Immer, immer. Und ich mache es von Herzen gerne, weil ich weiß, dass mein Bewusstsein zählt. Und so wünsche ich mir für euch, dass ihr fühlt und erkennt, dass euer Bewusstsein zählt und dass jeden Prozess, den ihr meistert, ihr nicht nur für euch meistert, sondern für unglaublich viele Menschen in eurem Orbit. Euer Energiefeld zählt, euer Energiefeld ist wichtig. Wenn ihr einen Prozess meistert und Glaubenssätze loslasst und wieder ein Stückchen euer Bewusstsein erhöht, habt ihr Wirkung nicht nur auf euch, auf die Menschen in eurem Leben, sondern über Kilometer, Kilometer, weil wir alle durchs Quantenfeld verbunden sind. Alle, immer. Und das ist auch mein Treiber, weshalb ich immer wieder sage, ich teile, ich bin hier und ich mache das von Herzen gerne. Und ich gehe durch die Prozesse und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Mut machen kann, immer weiter zu gehen und mehr durch die Prozesse und die Integration von Hochfrequenzenergien gehen. Dieses offene Herz und diese Fröhlichkeit und die Liebe, die ich ausstrahle, kann ich nur ausstrahlen, weil ich meine Prozesse gemeistert habe. Und jeder Meister hier auf diesem Planeten, jeder indische Meister, auch jeder aufgestiegene Meister, der Inkarnationen hier gelebt hat, sind alle, sind wir durch genau die gleichen Prozesse gegangen. Mit dem Unterschied, dass es damals wenige Einzelne waren und wir jetzt uns alle entschieden haben, diesen Prozess zu meistern. Und ich bin hier, um euch zu unterstützen, von Herzen gerne euch zu unterstützen und euch zu erinnern, dass ihr alles seid. Dass ihr Kreatoren eurer Realität seid, dass ihr machtvoll seid und jeden Prozess meistern könnt. Und warum weiß ich das? Weil ich sie alle gemeistert habe. Und glaubt mir, ich bin durch so viel gegangen und ich glaube, viele wissen nicht, wie alt ich wirklich bin. Ich sehe vielleicht aus wie 25, aber ihr dürft noch ordentlich Jahre draufrechnen. Als kleines Goodie, wann immer ihr euer Bewusstsein erhöht, bekommt ihr mehr Superpower in eure Realität, mehr Superpower in eure Körper. Je mehr ihr versteht, dass ihr keine Grenzen habt, umso mehr versteht ihr auch, dass ihr euren Körper selber kreieren könnt. Und sowas wie Alterungsprozess ist rückkehrbar. Ihr müsst nicht altern. Man kann alles heilen mit Bewusstsein. Darum gibt euch Raum, nehmt euch Zeit, sitzt mit euren Prozessen, lasst sie los, lasst alle Limitierungen los, die euch nicht mehr dienen. Ich unterstütze euch von allen Seiten, die ich kann. Ich halte euch alle in meinem Quantum, in meinem Herzen und bin für euch da, wann immer ihr Hilfe braucht in diesen Prozessen. Und ich empfehle jedem immer wieder, jeden Tag zu beginnen mit Herzmeditation und den Tag zu beenden mit Herzmeditation und jeden Abend sich zu öffnen für die Downloads an Hochfrequenzenergien. Und es ist nicht, dass ich mich entscheide, durch den Prozess zu gehen oder den Prozess irgendwie zu machen, sondern es ist eine Entscheidung, den Prozess zu lieben zum höchsten Wohle für sich selber, für sein Potenzial und für alle anderen. Und automatisch wird der Prozess lichtvoll. Und ihr werdet stärker und stärker und stärker mit jedem einzelnen Prozess. Und manchmal lösen wir mit Kleinigkeiten, wenn wir einmal wirklich unsere Wut zulassen, so große Knoten, dass wir danach auf einmal wieder telepathisch sind. Oder plötzlich feststellen, wir sehen 5 Jahre jünger aus. Ich wünsche mir für jeden von euch, dass ihr das Leben eurer Wahl lebt, wann immer ihr euch wünscht. Ihr habt es verdient und ich weiß, dass ihr das alles schaffen werdet. Ich weiß es. Ich liebe euch sehr. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der seinen Weg in mein Leben gefunden hat, mit dem ich meine Liebe und das Wissen teilen darf, das ich hierher bringe. Ich bin euch so dankbar, dass ihr da seid.
Und dass ihr dieses Video seht und sagt mir so viel über euch. Ich danke euch.